Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Festus Quest. Ja, die Adams Family lässt grüßen. Schauen wir mal, Pixel-Grafik ist schon mal super nett. Gut, starten wir rein. Ich merke gerade, wie es noch halt hier in diesem Raum. Der ist nämlich noch komplett leer. Da steht nur der Greenscreen drinnen, sonst nichts. Tja, da muss ich noch was machen, um den Hall hier ein bisschen zu bändigen. Mal schauen. Tut mir leid, Leute, wenn der Ton nicht die gewohnte Qualität hat. Ich verspreche, es wird wieder besser. So, oh Gott, da ist er schon mal, unser Fester. Was kann der? Gehen. Schießen. Und unten. Nix. Start ist. Aha. Kann ich Sachen einsammeln? Interessant. Select ist Pause. Okay. Brauchen wir immer. Wenn ich das da abschießen, dann. Aha. Dann droppt das irgendwas. Aha, okay, das habe ich eigentlich nur durch Zufall rausgefunden, aber das macht nichts. Kann ich diesen Frosch nicht irgendwie platt machen da? Mag das nicht. Der soll aufhören zum Rumhüpfen. Aha, was habe ich jetzt bekommen? Einen Schlüssel habe ich schon und. Keine Ahnung. Gut, weiter geht's. Geld. Hot Dogs gibt es da unten. Okay. Diese Waffe ist ein bisschen ineffizient. Wir den Dauerfeuer-Button hier mal benutzen. Ah, das ist. Da hätte ich jetzt nicht reingehen dürfen. Okay. Aber ich habe immer noch unendlich Schuss davon, okay. Die Waffe kann also stärker werden. Ja bitte. Power-Ups gibt es hier. Power-Ups. Grafik ist ganz okay. Viele Sachen zum Einsammeln. Was will man mehr? Ich habe mir jetzt nur richtig, ich muss zugeben, ich habe jetzt richtig ein schlechtes Game erwartet. Aber davon richtig schlecht scheint es weit entfernt zu sein. So, schauen wir mal darauf. Zu der Hotdog-Bude. Ich hätte nämlich gerne so einen Hotdog. Kann ich das nicht einsammeln? Wieso kann ich das nicht einsammeln? Ah, ist der Collider zu klein. Ah, Mist. Schade. Nix. Möchte jetzt irgendwie ein Hotdog bekommen? Ich möchte ein Hotdog. Hotdog? Hotdog, hallo. Da ist ein Hotdog schon, ich kann kein Hotdog kaufen. Ist irgendwie ein Abfallern? Brenne! Nix. Hotdog? Ne, geht nicht. Muss ich Select drücken vielleicht oder irgendwas? Nope. Hm. Komisch. Hotdogs schauen ohne Hotdogs. Ich prangere sowas an. Ah, da ist ein. Kann ich da reingehen? Nein. Schaut so aus, als könnte man da reingehen. Ich weiß nicht. So, da. Ich das einsammeln da jetzt. Aha. Ah, noch besserer Schuss. Sehr gut. Schauen wir mal da runter. Wie kriege ich da runter? Ah, mit A. Okay, das sehe ich gar nichts. Das sagt man nicht. Das sehe ich nichts. Das geht nicht. So kann ich nicht spielen. Geh weg! Na, Game Over. Und es gibt kein Continuum. Ah. Oh ja, gibt's. Aber es bringt nichts. Ah. Naja. Gut, jetzt kennen wir schon ein bisschen besser aus. Ich weiß, dass ich in diesen
Mister nicht reinrennen darf. Ich weiß, dass ich kein Hotdog bekomme. So, da. Aha, jetzt habe ich die bessere Waffe schon. Ja. Da oben ist nix. Springen kann ich nicht. Okay. Mal gescheit einsammeln da. Ja, der Schwierigkeitsgrad scheint schon recht. Ah, Mist. Bin ich da wieder unabsichtlich reingelaufen. Wenn ich genug geschossen habe. Ah, warte, kann ich da? Kann ich da eigentlich farmen, solange ich will? Das zeigt er. Schaut fast so aus, oder? Irgendwann muss ich jetzt super mega stark sein. Das gleiche kann ich runter auch wieder machen. Okay. Muss ich schon mächtig viel Geld haben. Wieso sehe ich mein Geld nirgends? Ich bange das an, ich will meinen Kontostand wissen. Wofür sammle ich denn dieses Geld ein? Ah, Lampen! Ah, jetzt habe ich Lampen eingesammelt. Mit den Lampen kann ich dann wahrscheinlich reingehen in das, wo es dunkel ist. Ich probiere das. Jetzt erstmal alles platt machen. Schlüssel muss ich auch schon jede Menge haben. Schlüsselnummer 7. Servus. Also wenn ich da unten rausgehe, nichts geht einfach nicht. Sperrzone, Sperrgebiet, Atomarverseuchung, leider kein Zutritt. Oder irgendwas hätten sie schon hinschreiben können, oder? So. Schauen wir mal weiter. Weg mit den Kröten. Irgendwie hat eine komische Puffen, oder? So, da. Ja, der Hotdog-Stand, der keine Hotdogs hergibt. Ja, ja, den haben wir schon gern. Ich schaue trotzdem nach. Gibt es hier einen Hotdog? Ich will es nicht glauben, dass es hier keine Hotdogs gibt. Hotdog? Hotdog? Ja, es gibt hier keinen Hotdog. Aha, warum kommen jetzt andere Gegner? Interessant. Komm her, du komische Fliege. Dann gehen wir da mal runter. Wo bin ich? Kann ich da jetzt eine Lampe einsetzen? Ich möchte die Lampe einsetzen. Lampe? Aktivieren. Geht nicht. Geht einfach mit da auf, spazieren. Das ist eine Maus. Ich höre eine Maus. Da ist eine Treppe rauf. Oder? Sehe ich das falsch? Aha, okay. Muss ich da rauf schon versuchen zu kommen? Einfach fest draufhalten. Ah, ich bin tot. Ja, warum kann ich die Lampe nicht verwenden? Ich habe doch so eine Lampe. Das mache ich mit der dummen Lampe. Keine Ahnung. Naja, soll ich nochmal probieren? Ganz kurz noch. Ganz kurz schaue ich da noch rein. Oder? Ja, was haltet ihr davon? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich war am Anfang irgendwie ganz positiv überrascht, aber jetzt irgendwie nach 10 Minuten sage ich, ja, ist okay, aber reicht das okay? Irgendwie nicht, oder? Da rechts war ich noch nicht. Ja, ich gebe zu, ich schummle ein bisschen mit Dauerfeuer.
Gut, die können da schon schießen. Bam. Okay, da werden die Gegner deutlich stärker auf der Seite. Ja, die Grafik wäre zumindest am Anfang, die Pixel-Grafik war super im Spiel, geht so. Und mein, das hier, Fastest Quest der Addams Family, hätte man vielleicht sich auch noch ein bisschen mehr Mühe geben können, aber ist okay. Ja, zum Einsammeln gibt es Sachen, ja, würde ich es empfehlen zum Zocken heutzutage noch. Na, es gibt Besseres, würde ich mal sagen. Außer man ist irgendwie Fan davon oder hat es als Kind gern gespielt, dann wird man das wahrscheinlich heute auch noch irgendwie cool finden. Aber ich glaube, ansonsten kann man sich das vielleicht sparen. Ja, damit komme ich auch schon wieder zum Ende. Diesmal Endscreen, hoffentlich mit Ton. Im letzten Mal ist der ja ausgegangen. Ah, mit Ton, dafür ohne Bild. Eieieiei. Einmal mit Profis, oder? Einmal mit Profis. Jetzt geht's aber. Danke fürs Zuschauen. Unten abonnieren. Dann bekommt ihr jeden Tag ein neues NES-Game in euer YouTube-Postfach. Und wenn ihr da drüben klickt, dann könnt ihr euch gleich weiter ganz viele NES-Videos anschauen. Also, bis bald, Leute. Ciao, ciao.